Wie viele Beisitzer in einer Einigungsstelle kann ich eigentlich benennen? Hallo und herzlich willkommen hier aus den Studios der WAF in Tutzing zu unserem neuen Podcast. Und wir wollen dieses interessante Thema zum Thema Einigungsstelle mit euch besprechen. Wir haben ein neues Urteil mitgebracht. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über die Einigungsstelle lernen wollt, dann schaut euch doch die... Seminare oder Webinare zum Betriebsverfassungsrecht Teil 1 an. WAF Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Mein Name ist Ansgar Dittmar. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mediator aus Frankfurt. Und an meiner Seite ist. Hallo, grüß euch, Tobias Gerlach, Rechtsanwalt aus München. Tobi, ich habe äh, ein schönes Urteil mitgebracht. Wie immer. Du bringst Ach, nur du. schöne Urteile. Ja, du, äh, beziehungsweise es ist ein Beschluss. Ne? Das ist ja kein... Äh, Ei, siehst ich, du da, Gott sei Dank. <laughs> Und zwar, Landesarbeitsgericht äh, Mecklenburg-Vorpommern hat einen ganz, ganz aktuellen Beschluss äh, äh, gefasst. Wer es nachlesen möchte, 31.05.2022, 5TABV, 17 aus 21. Und da geht es um die Frage... Ähm, einerseits, ähm, wie viele externe Beisitzer dürfen in einer Einigungsstelle sein und muss der Arbeitgeber die alle bezahlen? Ja, wer denn sonst? Ja, das ähm, hat der Betriebsrat an der Stelle auch gefragt. Im vorliegenden Fall ging es darum, die hatten eine Einigungsstelle äh, angerufen. Es ging äh, um ähm, äh, Arbeitskleidung, eine Betriebsvereinbarung zur Arbeitskleidung. Und man hatte sich auf vier Beisitzer geeinigt auf beiden Seiten. Aber Ansgar, entschuldige, wenn ich da direkt mal dazwischen kretsche, weil du hast jetzt etwas gesagt, die Einigungsstelle angerufen und so steht es ja auch tatsächlich im Gesetz und ich werde das immer wieder in den Seminaren und der Webinaren der WRF auch gefragt. Wo rufe ich denn da an? Also, was ist denn die Telefonnummer der Einigungsstelle in Mecklenburg-Vorpommern? Also du, ich mach das immer relativ einfach. Ich gebe denen meine Büronummer und dann sollen die da anrufen. Dann kümmere ich mich drum. Ach, da bist du die Einigungsstelle sozusagen. Ich kümmere mich um die Einigungsstelle. Verstehe. Denn <laughs> die Einigungsstelle, das sollten wir vielleicht an der Stelle tatsächlich mal sagen, jetzt kommen relativ viele Stellen in einem Satz. Ähm, das ist keine Abteilung, die irgendwie beim Arbeitsgericht eingerichtet ist und die ich anrufen kann, sprichwörtlich, sondern die wird für jeden Betrieb extra gebildet, richtig? Das ist eine innerbetriebliche Schlichtungsstelle, auf die sich Arbeitgeber und Betriebsrat einigen müssen. Das heißt, wenn ich im Rahmen einer Verhandlung über ein Mitbestimmungsrecht, 87 hoch und runter, mit dem Arbeitgeber nicht zu einer Einigung komme, kann der Arbeitgeber ja nicht alleine handeln, weil da ist ja der Betriebsrat auf Augenhöhe. Und dann muss entweder die eine oder die andere Seite die Einigungsstelle anrufen und sagen, also ich möchte jetzt gerne in die Einigungsstelle gehen. Dann guckt man sich tief in die Augen und muss zwei Fragen klären. Erstens, wer wird Einigungsstellenvorsitzender oder Vorsitzende? Mhm. Und zweitens, wie viel Beisitzer? sitzen in dieser Einigungsstelle. Es wird paritätisch besetzt vom Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite. Und letzten Endes Einigungsstellenvorsitzender ist dann das berühmte Zünglein an der Waage. Und, und das kann grundsätzlich jeder sein, der da irgendwie tauglich ist. Aber wir wissen aus der Praxis, das sind meistens Arbeitsrichterinnen oder Arbeitsrichter, manchmal oder auch Pensionierte. Ehemalige Arbeitsrichter. Ich kenne aus Frankfurt, dass auch Arbeitsrichter ihren sicheren Beamtenjob aufgegeben haben und äh, hauptberuflich Einjungsstellenvorsitzende geworden Warum werden wir sind. gleich erfahren? Und ähm, natürlich können übrigens auch Einjungsstellenvorsitzende Mediatoren sein. Also es müssen Menschen sein, also die eine zum haben. Verstehe. Und ähm, ja, und wenn man sich dann darauf geeinigt hat, dann tritt die Einjungsstelle zusammen. Und das ist die Besonderheit der Einigungsstelle, weil die relativ schnell zusammentreten kann und man relativ schnell diesen Konflikt auch... Lösen kann. Weil, wenn ich zum Arbeitsgericht gehe, Tobi, wie lange braucht man bei euch so in München, bis man mal so ja, einen Termin hat? Ja, jetzt in Zeiten von Corona dauert es auch ein bisschen länger. Es hängt natürlich immer von der Kammer ab. Wenn also man bei einer Kammer landet, bei einer Richterin oder Richter, die zum Beispiel viele Einigungsstellen machen, dann kann es auch schon mal etwas länger <laughs> dauern mit dem Beschluss- oder Urteilsverfahren. Aber im Grunde genommen geht es in München, würde ich mal sagen, noch relativ schnell. Aber die Einigungsstelle hat noch was ganz Feines, wie ich finde, denn Liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, ihr wisst das ja. Mitunter ist Arbeitsrecht und dann vielleicht auch im Besonderen das Betriebsverfassungsrecht auch mal ein bisschen kompliziert. Mit der Einigungsstelle ist es insofern eigentlich schön und einfach, denn die ist immer dann zuständig, wenn es im Gesetz steht, richtig? So ist es. Ja, das Betriebsverfassungsgesetz sagt jedes Mal. Hier ist die Einigungsstelle zuständig und insofern, man muss nur mal ins Gesetz blicken. Das ist ja sowieso immer unsere Empfehlung, die Nie wir hier eine jedes schlechte Mal Idee. zu den Betriebsrätinnen und Betriebsräten sagen. Schaut ins Gesetz, da hilft euch schon mal das Gesetz weiter und wenn da drin steht Einigungsstelle, dann entscheidet die Einigungsstelle. Und das Tolle bei der Einigungsstelle ist, Während ich halt beim, beim Arbeitsgericht, ne, da habe ich einen Gütetermin, einen Kammertermin und die Richter müssen sich da einarbeiten und man hat irgendwie kaum Zeit. Und bei einer Einigungsstelle ist, man fängt morgens an und hört irgendwann wieder auf. Deswegen sind wir, äh, reden wir immer von Tagen, die wir äh, in Einigungsstellen sitzen. Also ich hatte jetzt gerade vor kurzem eine Einigungsstelle, da dachte ich mir, ach, bist du mittags fertig. ja. Irgendwann so um 19 Uhr bin ich dann aus dieser Einigungsstelle raus. Ich glaube, wir haben zehn Stunden verhandelt, ja, ähm, äh, da ist man dann, da, da kriegt man dann schon auf dem Zahnfleisch raus. Aber wir hatten ein Ergebnis und das kriegst du halt im gerichtlichen Verfahren so einfach nicht hin. Deswegen ist das Einigungsstellenverfahren ein ganz tolles Verfahren. Vor allen Dingen, wenn du einen sehr engagierten oder eine sehr engagierte Einigungsstellenvorsitzende hast, dann ähm, kann das sein, dass das an einem Tag vorbei ist oder an zwei Tagen oder an drei Tagen? Es kommt immer ein bisschen äh, natürlich auf den auf den äh, Kon Kontext an, über was man da sich sich einigt. Hier war es eine, eine Urlaubsplanung, die hat natürlich äh, da hatten wir auch ein bisschen Druck, weil äh, ne, wenn wir da an der Einigungsstelle zu lange gesessen sind, dann wären die dann einige der einige, einige Urlaubspläne <laughs> schon schon äh, kaputt gewesen. Aber das das ist die das ist halt das Schöne bei einer Einigungsstelle, dass man doch sehr komplex miteinander verhandeln kann, mit dem Ziel, eine Lösung zu finden. Und das funktioniert eigentlich mal ganz gut. Aber jetzt ist es ja doch so, dass insbesondere Arbeitgeber nicht immer, manche mögen durchaus die Einigungsstelle aus genau den Gründen, die du erwähnt hast. Man kommt vielleicht schnell zu einem guten Ergebnis. Aber jetzt gibt es ja auch. Arbeitgeber, die mögen die Einigungsstelle aus einem ganz bestimmten Grund <laughs> überhaupt nicht leiden, und denn die Einigungsstelle und darum geht es ein Stück weit auch in dem Urteil oder Entschuldigung in dem Beschluss, den du jetzt uns hier mitgebracht hast, so eine Einigungsstelle muss man schon sagen ganz günstig ist die nicht. Nee, eine Einigungsstelle ist teuer. Das ist ja auch das, was wir in unseren Seminaren immer sagen. Und deswegen ist natürlich schon die Drohung mit einer Einigungsstelle ah, schon aufgepasst. manchmal sehr hilfreich für Betriebsrätinnen und Betriebsräte, äh, um vielleicht dann beim Arbeitgeber auch ein Einsehen zu, äh, zu erwirken, äh, wenn man der Auffassung ist, dass äh, vielleicht äh, man das dann auch noch so gemeinsam hinbekommt, weil eine Einigungsstelle kostet halt richtig Geld. Genau, gutes gute Verhandlungstaktik, kann man sagen, auch vollkommen legitim an einer bestimmten Stelle in Verhandlungen, wenn man merkt, wir kommen hier nicht weiter, einfach nur mal zu erwähnen, dass man ja auch die Einigungsstelle anrufen könnte, kann schon wieder für Bewegung sorgen, weil der Arbeitgeber, der zumindest schon einmal fast wie das Kind, das schon mal auf die heiße Herdplatte gefasst hat, eine Einigungsstelle hinter sich gebracht hat, wird dann vielleicht sagen, naja, bevor ich eine Einigungsstelle brauche, die mich A viel Geld kostet und B möglicherweise ja genau das Ergebnis herausbringt, was der der Betriebsrat sowieso haben will, gehe ich hier noch mal einen Schritt entgegen und komme äh, dann doch zu noch einem Verhandlungsergebnis. Aber weißt du, ich habe manchmal den Eindruck, es gibt Arbeitgeber, die brauchen ein paar Mal die Herdplatte. Das, das, äh, das ist <laughs> bei Kindern genauso, kann ich dir bestätigen von den meinigen. Aber ähm, jetzt kommen wir endlich zu deinem Beschluss. Nee, lass uns doch noch okay. ein, an einer nee, nee, eine Stelle noch, weil ähm, wenn ich mich natürlich mit dem Arbeitgeber einige über das Thema Einigungsstelle, dann tritt die zusammen. Was ist denn, wenn ich mich mit dem Arbeitgeber nicht einige? Ja, was ist denn dann? Dann muss ich wohl zum Arbeitsgericht gehen und muss das Arbeitsgericht zumindest die Einsetzung der Einigungsstelle sozusagen die Arbeit machen lassen. Genau. Ähm, das und heißt, zwar, ich kann im Rahmen eines Beschlussverfahrens das äh, beim Arbeitsgericht durchsetzen, dass dann die Einigungsstelle eingesetzt wird. Und zwar sowohl in Bezug auf die Personen der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden, als auch was die Anzahl der Beisitzer angeht, richtig? Ja, nein. Da ist das Arbeitsgericht dann frei in seiner Entscheidung. Das heißt, ich kann nicht sagen, liebes Arbeitsgericht, ich hätte jetzt hier gerne eine Einigungsstelle mit fünf Beisitzern auf beiden Seiten und dem Einigungsstellenvorsitzenden ähm, Ansgar Dittmar beispielsweise. Ja, ähm, weil das äh, Arbeitsgericht kann dann durchaus in der Entscheidung sagen, nee, also wir, ich halte das für oder wir halten das ja, ist ja dann eine Kammerentscheidung. Ähm, wir halten das für ausreichend, dass da drei sitzen und es wird der Richter AD XY dann genau. als Einigungsstellenvorsitzender. Aber eingesetzt. in beiden Fällen, also wenn sich Betriebsrat und Arbeitgeber nicht einigen können, entweder auf die Person der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden der Einigungsstelle mhm. und oder die Anzahl der Beisitzer in beiden Fällen ist das Arbeitsgericht zuständig, diese Entscheidung dann sozusagen Stellvertretend für die Einigung von Betriebsrat und Arbeitgeber zu fällen. Genau. Ja. Und das ist, ähm, kommt immer mal wieder vor. Aber wie gesagt, hier in diesem Fall war es so gewesen, dass sich Arbeitgeber und Betriebsrat von vornherein sowohl auf den Einigungsstellenvorsitzenden als auch auf äh, die Anzahl der Beisitzer ähm, vereinbart haben, nämlich auf beiden seiten vier. also dann es haben neun leute am, am tisch gesessen. aber dann war auch schon schluss mit der einigung offensichtlich zwischen arbeitgeber und betriebsrat weil a offensichtlich hat man über ein thema gestritten nämlich arbeitskleidung wenn ich es richtig äh, verstanden mhm. habe und man hat auch übergestritten das thema über das man ja fast immer wieder streitet nämlich das liebe geld. das liebe geld ja? In diesem Fall war es so gewesen, dass zwei der auf der Betriebsratseite sitzenden Beisitzer aus dem Betrieb kamen und zwei außerhalb des Betriebes. Ah, das geht nämlich auch, gell? Ja. Und ähm, das ist etwas, wo wir Anwälte natürlich auch immer dann zur Verfügung stehen. Und ähm, oft hat man einen externen Beisitzer, das ist dann ein Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ähm, und ähm, das zweite, und das war in diesem Fall der Fall, hatte man sich noch einen Gewerkschaftssekretär oder einen ehemaligen Gewerkschaftssekretär als externen Beisitzer genommen, weil der sich in, dieser, in, der, in, seiner, in seiner aktiven Phase ganz intensiv einerseits mit diesem Betrieb beschäftigt hatte und mit dem Thema Arbeitskleidung. Das heißt, er war an der Stelle ein Experte. Ja, und äh, man hat dann äh, an drei Tagen verhandelt, also man hat an drei Tagen äh, miteinander äh, eine Einigung versucht und hat dann auch ein Ergebnis bekommen. Das heißt also, die Einigungsstelle war dann auch erfolgreich abgeschlossen worden. Na also hat doch alles geklappt. Ja, und dann flatterten die Rechnungen rein. Ja, ich und da möchte, wurde der kommt. Arbeitgeber dann etwas schmalippig. Ja, denn... Soll ich, mal, soll, mal die, soll ich mal die Beträge nennen? Ja, natürlich. Klar, das <laughs> also, Einjungsstellen-Vorsitzende gehören zu der Gruppe, die von selber erklären können, wie viel sie bekommen. Und meistens sagen sie, ich habe einen Tagessatz. Und meistens liegen diese Tagessätze zwischen, ich sag mal, 3.000 und 7.000 Euro ist so, äh, so zurzeit die, die Range, äh, in der das angeboten wird. Holler die Waldfee. Da sagt, und da ist der, ähm, äh, und hier war es so, der Einigungsstellenvorsitzende hat 3.500 Euro pro Tag in netto. Also er war geradezu bescheiden. Er war bescheiden, sagen. er war bescheiden. Wahrscheinlich war es irgendein Richter, der keine der ja nicht noch irgendwie eine ganze ein ganzes Unternehmen damit mitfinanzieren muss ne Mitarbeit ja, Miete etc das ist ja bei all all diesen Dingen was weißt du das kennst du doch als Anwalt auch ne wenn die bei uns die Mandanten dann sagen Gott war ihre Rechnung wieder teuer ja dann nein Ansgar bei mir sagen das die Mandanten nicht nein wieso rechnest du nicht nach RVG ab das selbstverständlich also ähm, das, äh, äh, ne, also da ist ja oftmals äh, ein bisschen was dahinter noch. Also 3500 Euro netto. Ähm, für drei Tage, das waren 10.500 Euro netto. So, ich notiere waren. mal mit, das war jetzt nur der Vorsitzende. Das war jetzt nur der noch Vorsitzende. die Beisitzer. Genau, und die Beisitzer kriegen, und das steht so im Gesetz, sieben Zehntel des äh, Vorsitzenden. Und okay. bevor ihr jetzt draußen anfangt, eure Taschenrechner rauszuzücken, während ihr noch äh, im Auto sitzt, ähm, also, sieben Zehntel von 10.500 sind 7.350 Euro netto. Also, und das hatten wir mal zwei. Macht also Pi mal Daumen 25.000 Euro. Überschlagsmäßig. Pi mal, mal, mal Daumen. Und du musst ja wahrscheinlich, hat der Arbeitgeber ja auch noch einen Anwalt gehabt. Und der hat dann. Und an der Bushaltestelle haben die auch nicht gesessen. Also da kommt noch Raummiete dazu. Dann hat man mal was getrunken, mal was gegessen. Ah ja, gut, du weißt, du, das ist ja. Du, Das ist aber nicht zwingend. Also, naja, aber worauf ich hinaus habe schon erlebt. Äh, da muss jemand ich mein Wasser selber mitbringen. Worauf ich hinaus will, ist, wir reden möglicherweise über jetzt. Rechnen wir noch die Mehrwertsteuer obendrauf über eine Rechnung von über 30.000 Euro ja. für drei Tage, die man miteinander verhandelt hat. Und da kann man eben sehen, welches, jetzt nennen wir es ruhig mal so, Druckmittel so eine Einigungsstelle tatsächlich sein kann. Genau. Und wie gesagt, es kann ja durchaus sein, dass ihr auch mal einen unbescheidenen Einigungsstellenvorsitzenden bekommt, der dann sagt, 3.500 Euro ist mir zu wenig. Also insofern ähm die Rechnungen flatterten ein und der Arbeitgeber bis in die Tischkante und zahlte also den Einigungsstellenvorsitzenden, er zahlte den Fachanwalt für Arbeitsrecht. Aber den dritten hatte er nicht bezahlt. Ja, weil er gesagt hat: Nee, das geht nicht, den zahle ich nicht. Und übrigens, also nein. Ja, aber Moment, jetzt sagt ja Paragraph 76a Betriebsverfassungsgesetz in seinem Absatz 1: Die Kosten der Einigungsstelle trägt der Arbeitgeber. Ja. Das sagte letzten Endes das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern auch. Das sa sa sagte nämlich, passt mal auf, liebe Freunde, ja, äh, äh, ein, ein maximal ist ein Honoraranspruch ausgeschlossen, wenn die Bestellung dieses externen Beisitzers aus sach offenkundig sachwidrigen Motiven bestanden hatte und der Beisitzer diese auch gekannt hat. Ne? Also wenn ich einen Beisitzer benenne, der eigentlich weder was weiß noch was zu sagen hat, der aber einfach nur Geld kostet. Ja? Und der Beisitzer weiß das auch. Dann sagt das äh, Landesarbeitsgericht, wäre, ähm, wären das sachwidrige äh, Motive gewesen und dann hätte der Arbeitgeber nicht zahlen müssen. Ja? Hier war es aber so, dass man jemanden hatte, der eine Sachkompetenz hatte und insofern ähm, ähm, war das auch, hat er auch einen Vergütungsanspruch für seine Tätigkeit und der Arbeitgeber muss zahlen. Und ähm, dabei verweist das, äh, das Landesarbeitsgericht auch auf Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts. Also wir haben hier, hier keine äh, Sonder... Sonderregelung oder kein Sondervotum oder ähnliches, auf das man sich nicht berufen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, sondern es beruft sich auch auf Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts, in dem es heißt, der Betriebsrat wie auch die Arbeitgeberin können einen oder mehrere betriebsfremde und somit honorarberechtigte Beisitzer benennen. Also, wenn ich gute Gründe dafür habe, dann bleibt es dabei. Am Ende kommt die Rechnung und die zahlt der Arbeitgeber. Und wenn ihr das auch noch etwas vertiefen wollt, dann kann ich euch empfehlen, das Webinar oder Seminar der äh, WAF Betriebsverfassungsrecht 4, ja auch das gibt es, die Nummer 4, dort ist die Einigungsstelle und wie das in der Praxis abläuft, wie die zusammengesetzt wird und wie ein Einigungsverfahren eben auch vielleicht sinnvoll ja, gesteuert wird, ganz äh, explizites Thema. Wunderbar. Ja, mein lieber Tobi, was machen wir demnächst? Einigungsstelle, oder? Ich denke auch. Nach dem, was du mir gerade erzählt hast. Also äh, sehen wir uns da. Wunderbar. <laughs> ich wünsche euch einen super tollen Tag. Ihr wisst jetzt, äh, was ihr zu tun habt als Betriebsrätin und Betriebsräte. Äh, die Einigungsstelle ist das Zauberwort. Und wenn ihr Unterstützungsbedarf habt, dann wendet euch an die WHF. Wir beide wünschen euch einen schönen Tag und Tschüss! Viel Erfolg weiter bei eurer Betriebsratsarbeit. Macht's gut. Ciao.